Hi, heute geht es um meine Top 5 Instagram-Spots in München, auch wenn das eher meine Top 5 Foto-Locations in München sind. Ich brauche für YouTube aber einen cool klingenden Titel und deshalb nehmen wir die Instagram-Spots. Vorab sei noch gesagt, München bietet richtig, richtig viele coole Stellen, also das in eine reine Top 5 reinzubringen ist fast nicht möglich, ich hätte die Liste auch doppelt so groß machen können. Oder wenn dir so ein Video gefällt, kann ich auch zukünftig gerne auch irgendwelche speziellen Listen machen, so zum Beispiel meine Top 5 Portrait-Shooting-Locations und so weiter. Aber es sei auf jeden Fall gesagt, dass es außer diese 5 Locations, die ich dir jetzt zeige, noch viel, viel mehr irgendwie hier zu entdecken gibt. So, und das war jetzt genug Vorwort. Wir fangen jetzt an mit der ersten Location und das ist die Hackerbrücke. Und die Hackerbrücke ist so eine metallene Brücke in der Nähe vom Hauptbahnhof und ich glaube für Münchner vor allen Dingen ein ziemlich ikonischer Ort eigentlich, weil da gerade im Sommer mehr oder weniger hunderte Menschen eigentlich sitzen und du kannst da oben auf diese Metallstreben dich draufsetzen und dich da dann einfach mit Freunden treffen, ein bisschen quatschen, ein Feierabendbierchen trinken und währenddessen einfach so ein bisschen dieses Stadtleben, das an dir vorbeitreibt, beobachten, wie unten einfach die Züge langfahren oder die Sonne untergeht. Also es ist generell ein sehr schöner, beliebter Spot eigentlich. Und das macht es zum Fotografieren dann einfach super abwechslungsreich. Du hast zum einen diese offensichtliche Symmetrie von dieser Metallbrücke, wo du vor allen Dingen in den Abendstunden, wenn ein bisschen weniger los ist, ein bisschen weniger Verkehr auf der Straße ist, du richtig schön Porträts machen kannst, weil du dann auf die Mitte der Brücke dich stellst und dann dieses Äußere der Brücke einfach als schöner Rahmen für dein Motiv, also für dein Model gilt. Und gerade in den Sommermonaten, wenn du an der Hackerbrücke unterwegs bist, du siehst auch ständig da irgendwelche Fotografen mit Models ein Fotoshooting machen, aber es ist einfach eine richtig, richtig coole Location dafür. Ich habe morgens auch schon mal ein Video gemacht, wie ich unterwegs war an der Hackebrücke, findest du hier oben, aber da haben wir halt auch relativ viele Porträts aufgenommen, einfach nur, weil das halt so ein schöner Spot dafür ist. Aber du kannst nicht nur Porträts aufnehmen, du kannst auch sehr, sehr schön Streetfotografie da betreiben. Gerade weil hier halt so schön viel los ist, findest du halt sehr, sehr viele verschiedene Situationen und einfach ganz viele Möglichkeiten, irgendwo einen schönen Moment oder eine Situation einzufangen. Und auch wenn dieses Areal nicht super groß ist, hast du halt, wie gesagt, trotzdem aufgrund der relativ vielen Menschen, die dort unterwegs sind. Und wenn es zum Beispiel irgendwie die kälteren Monate sind, wo nicht ganz so viele Leute da irgendwie unterwegs sind und irgendwie abends rumsitzen, weil es einfach komplett kalt ist, dann kannst du von da oben trotzdem irgendwie noch die Züge fotografieren, weil du, wie gesagt, in die eine Richtung den Blick zum Hauptbahnhof hast, in die andere Richtung so eine lange, gerade Strecke, wo halt auch einfach ganz, ganz viele Gleise nebeneinander liegen. Und dazu kommt noch, dass die Hackerbrücke halt schön zentral eigentlich in München liegt, beziehungsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ gut zu erreichen ist und halt auch einfach schön in irgendeine Fotorunde eingebaut werden kann, weil du halt wirklich schön schnell hinkommst oder halt auch wieder von da aus weiterkommst. Und wie gesagt, deshalb gehört sie zu meinen Top 5 Instagram-Spots in München. Als nächstes auf der Liste haben wir den Hofgarten. Der liegt ein bisschen versteckt in der Münchner Innenstadt, direkt neben dem Odeonsplatz. Ich persönlich fand den Odeonsplatz aber immer ein bisschen touristisch und vor allen Dingen irgendwie auch ein bisschen schwer zu fotografieren, weil du halt sehr hohe Bauten hast und einen sehr weiten offenen Platz mit sehr vielen anderen Touristen und irgendwie hat das nie wirklich ein schönes Foto irgendwie bei mir ergeben. Also ich habe da nie so wirklich den perfekten Bildausschnitt für mich gefunden. Der Hofgarten hingegen hat viel mehr Charme und viele coole kleine Motive, finde ich. An sich ist es halt ein kleiner symmetrischer Park, wie so eine kleine mini-grüne Oase mitten in der Innenstadt. Und gerade diese Symmetrie kann man halt wunderschön in seinen Fotos mit einbinden, weil du halt viele verschiedene Führungslinien hast, mit denen du halt so ein bisschen den Blick von deinem Betrachter irgendwie ein bisschen lenken kannst. Gerade wenn du jetzt ein Model dabei hast und ein bisschen Porträts aufnehmen willst, ist das eine richtig schöne Location dafür. Und dann im Zentrum vom Hofgarten steht der Diana-Tempel, das ist das, worauf dein Auge eigentlich immer automatisch fällt. Und da hast du halt auch sehr oft irgendwelche Künstler, die vielleicht ein Bild malen oder irgendwelche Musiker, die da halt irgendwie spielen. Und es bietet dir halt auch die Möglichkeit für ein paar schöne Street-Aufnahmen. Aber wie gesagt, generell würde ich da eher versuchen, mit einem Model hinzugehen, dass du einfach ein paar Porträts machst. Aber wie gesagt, andere Sachen sind da jetzt auch nicht ausgeschlossen. Eine Sache nur noch vorab, dadurch, dass der Hofgarten halt so zentral in der Innenstadt liegt, kann der sehr, sehr voll werden. Gerade wenn du halt zu den typischen touristischen Sturm- und Drangzeiten unterwegs bist. Das heißt, idealerweise, wenn du relativ ungestört sein willst, würde ich da morgens hingehen. Oder dann halt in den Abendstunden, wenn du halt im Sommer unterwegs bist, geht die Sonne erst 21, 22 Uhr unter. Da ist es dann auch schon ruhiger, aber wie gesagt, wenn du da halt irgendwie um die Mittags- und die Nachmittagszeit unterwegs bist, dann kannst du da auch mal schnell sehr voll werden. Als nächstes auf der Liste haben wir Schloss Nymphenburg und ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. In meinem Kopf war es ganz klar, dass das auf diese Top 5 Liste gehört. Und ich habe es geschafft, das komplette Skript für das Video zu schreiben und das Video aufzunehmen. Und erst als ich angefangen habe, das Video zu bearbeiten, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie es geschafft habe, Schloss Nymphenburg komplett zu vergessen. An sich ist das Schloss früher als Sommerresidenz genutzt worden und deshalb einfach sehr schön angelegt. Allein die Außenfassade sieht richtig, richtig schön aus. Und du hast davor noch den Schlosskanal, der zu der ganzen Anlage hinführt. Und dann kannst du aber auch in diesen Schlosspark reingehen und hast halt zum einen einen richtig schön gestalteten Innenhof, wo du halt
verschiedene Skulpturen, Blumenbeete und halt immer noch so ein bisschen die Verlängerung von dem Schlosskanal hast. Und allein die Stellen sind schon mal richtig schön fotogen, aber du hast dazu halt auch noch einen riesigen Schlosspark, wo du ganz viele kleinere und größere Wege hast und teilweise auch noch so ein bisschen versteckt irgendwelche Seitengebäude oder so findest, die auch noch zum Schloss gehören. Und dadurch hast du da halt einen schönen Mix aus. Du kannst die Architektur da fotografieren und kannst die irgendwie mit einbinden in deine Fotos. Aber du hast dazu auch noch diese natürliche grüne Komponente und es ist einfach ein richtig schöner harmonischer Mix, wo du einfach viele verschiedene Motive eigentlich finden kannst. Wenn du zum Schloss Nymphenburg gehst, wäre meine Empfehlung, das immer morgens zu machen, weil es da zum einen noch nicht so voll ist. Und dazu kommt, dass die Sonne hinter dem Schloss aufgeht. Das heißt, wenn du im Parkinneren bist, dann kannst du quasi das Schloss fotografieren und die Sonne, die quasi darüber steigt. Und das sieht eigentlich ziemlich schön aus. Und zusätzlich, wenn die Bedingungen passen, kann es halt auch sein, dass du in den Morgenstunden dann so einen schönen Dampf über diesen ganzen Schlosskanälen hast. Und dann wabert da einfach so ein bisschen der Nebel und das gibt dem Ganzen halt eine sehr schöne atmosphärische Stimmung und ist halt auch einfach sehr, sehr schön irgendwie zu fotografieren. Du solltest nur auch darauf achten, der Schlosspark wird zwar relativ früh aufgeschlossen, aber in der Nacht ist er geschlossen. Nicht, dass du irgendwann mal vor geschlossener Tür noch stehst, weil du zu früh hin wolltest. Aber wie gesagt, an sich wäre meine Empfehlung, da auf jeden Fall am Morgen hinzugehen. Als nächstes auf der Liste ist die Maximilianstraße und wenn du die Maximilianstraße nicht kennst, man könnte ihr wahrscheinlich auch den Spitznamen Straße des Geldes geben. Also da ist so gefühlt jede große, bekannte, namhafte Modeboutique oder Schmuckhersteller oder Uhrenhersteller oder sonst irgendwas vertreten. Also alles, was richtig fett Geld kostet. Und irgendwie klingt das jetzt im ersten Moment gar nicht mal so sehr nach coolen Fotos. Aber wie gesagt, diese Straße zieht Geld halt irgendwie so ein bisschen magnetisch an. Und das wiederum bedeutet, dass es da halt einfach nicht wirklich lange dauert. Also du kannst da wirklich ungelogen 10 Minuten, 15 Minuten unterwegs sein und du wirst sehr wahrscheinlich richtig viele, richtig fette, große Autos gesehen haben. Also ein Lambo, ein Ferrari, ein Mustang, sonst irgendwas. Ja, also irgendwie jede Marke, die man sich mehr oder weniger vorstellen kann, die cool aussieht, aber halt auch verdammt teuer ist. Die fahren da mehr oder weniger standardmäßig eigentlich vorbei. Das heißt, gerade wenn du dich irgendwie für solche Autos begeistern kannst, die stehen da, wie gesagt, relativ häufig irgendwie am Straßenrand oder fahren auf der Straße lang. Je nach Tageszeit kannst du da einfach normal fotografieren, kannst irgendwelche Mitzieher aufnehmen. Also gerade im Bereich Autofotografie sind die Möglichkeiten da eigentlich fast grenzenlos. Und dazu kommt, dass die Maximilianstraße halt an sich einfach eine richtig lange gerade Straße ist. Und das macht es zum einen für die Streetfotografie relativ spannend, wenn du mit einem Teleobjektiv unterwegs bist, weil Teleobjektiv mit einer hohen Brennweite und eine lange gerade Straße halt einfach immer eine richtig coole Kombination sind, gerade wenn du irgendwie ein bisschen flacher auf den Boden gehst. Da entstehen dann eigentlich echt immer ein paar richtig coole Fotos. Oder alternativ kannst du da auch Porträts machen. Ich war da schon mit mehreren Models unterwegs und habe einfach gesagt, okay, stellen wir uns einfach mittig auf die Straße, musst ein bisschen aufpassen, dass du jetzt nicht irgendwo über den Haufen gefahren wirst. Aber an sich nutzt du da halt auch wieder diese Symmetrie der Straße aus und kannst halt einfach den Blick wunderbar mittig auf dein Model irgendwie drauf lenken. Und es entstehen einfach richtig, richtig schöne Fotos, allein nur halt durch die ganze Location an sich. Und du selber musst noch nicht mal so super viel machen eigentlich, außer auf den Auslöser drücken. Dazu kommt auch, dass die Maximilianstraße relativ zentral auch wieder in München liegt. Das heißt, auch die lässt dich wieder relativ schön in irgendwelche Fotorunden mit einbinden. Und wie gesagt, ich war selten da unterwegs und habe überhaupt keine Fotos bekommen. Also irgendein Motiv wird sich da eigentlich immer finden lassen. So, und jetzt kommen wir zur letzten Location auf meiner Liste. Und wenn du meinem Kanal schon länger folgst, weißt du eigentlich, was jetzt kommt. Das ist der Olympiapark. Es ist halt echt eine meiner absoluten Lieblingsstellen in München. Und wenn wir jetzt den Olympiaberg nehmen, dann ist das logischerweise, wie der Name schon sagt, eine hohe Stelle innerhalb dieses Parks, wo du eigentlich einen schönen Rundumblick hast. Und zum einen hast du da in die eine Richtung halt die ganzen ikonischen Gebäude, was mehr oder weniger man schon als Skyline von München bezeichnen könnte. Also mit der Olympia-Arena, mit dem Olympiaturm, dem See, dem BMW-Gebäude. Da war ich ja jetzt schon in mehreren Videos unterwegs und habe da am Morgen fotografiert ein paar verschiedene Motive aufgenommen. Und wie gesagt, wenn du so ein ikonisches Foto von München willst, dann ist das eigentlich so mit die beste Location dafür. Und dazu kommt noch, dass man in die andere Richtung eine andere relativ ikonische Aufnahme machen kann. Und ich weiß nicht, ob du die Aufnahme kennst, aber das ist da, wo man die Frauenkirche im Vordergrund sieht und im Hintergrund so ein bisschen diese Alpensilhouette lang geht und einfach diese Verknüpfung von München und den Bergen in der Nähe so ein bisschen deutlich in einem Bild wird. Und ich habe diese Aufnahme irgendwann mal gesehen und fand die richtig, richtig cool und habe Ewigkeiten danach gesucht, wo genau man die eigentlich aufnehmen kann, weil ich nie ganz sicher war, wo man irgendwie diesen Blick irgendwie hat. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es auch vom Olympiapark ausgeht und zwar einfach nur in genau die andere Richtung. Also quasi in die eine Richtung hast du diese ganzen Olympiaturmgebäude und in die andere Richtung ist dann quasi dieser Blick mit der Frauenkirche. Und wie gesagt, das lässt sich alles relativ gut vom Olympiaberg aus aufnehmen. Wenn du jetzt das Bild mit der Frauenkirche machen willst, sei dir nur vorab gesagt, du brauchst dafür auf jeden Fall ein Teleobjektiv mit mindestens 200 mm oder mehr.
Wenn du das mit weniger versuchst, dann wird die Frauenküche sehr, sehr klein und du erkennst nicht wirklich viel. Dann wird das irgendwie ein bisschen ein unschönes Foto, weil man nicht wirklich weiß, was wolltest du jetzt eigentlich aufnehmen. Und dazu brauchst du auch einen Tag mit gutem Wetter, beziehungsweise vor allen Dingen einer klaren Sicht. Das heißt, wenn du irgendwelche tiefhängenden Wolken hast oder irgendwie Nebel oder sonst irgendwas, was deine Fernsicht irgendwie ein bisschen einschränkt, dann wirst du diese Aufnahme nicht wirklich gut aufnehmen können, weil die Berge, die du im Hintergrund siehst, das sind wie gesagt die Alpen und die sind circa 60, 70 Kilometer weg. Das heißt, wenn du einfach nicht die Fernsicht hast, dann siehst du die auch einfach nicht oder nur verschwommen und dann wirkt das ganze Bild halt nicht so cool. Also die Aufnahme, die ich habe, die ist auch noch nicht perfekt, da war auch nicht wirklich die perfekten Bedingungen. Und das ist auf jeden Fall eine Aufnahme, die ich selber auch nochmal irgendwann besser aufnehmen will. Aber wie gesagt, im Olympiapark gibt es auch noch so viele andere coolen Stellen, dass du da auch einfach ein bisschen rumlaufen kannst und mit Sicherheit noch irgendwelche anderen schönen Motive findest. Von daher ist das so mehr oder weniger so mein Nummer 1 Spot eigentlich in München, wo ich eigentlich immer richtig coole Fotos aufnehmen kann. So, und das war's. Das sind meine Top 5 Instagram Spots in München. Ich habe auch versucht, Stellen herauszufinden, die sowohl für Fotografen als auch für jemanden, der jetzt nur als Tourist in die Stadt kommt, cool sein sollten und einfach unabhängig davon, auf was für ein Skill-Level du unterwegs bist, also egal, ob du jetzt Hobbyfotograf oder einfach nur Tourist bist oder schon eher in die Richtung professioneller Fotograf gehörst, dass da auf jeden Fall für jeden irgendein Motiv dabei sein sollte. Wie gesagt, es gibt noch richtig viele andere Locations. Wir haben ja auch noch Lost Places, wir haben Stellen, wo so cooles, urbanes, farbiges Graffiti gesprayt wurde. Und wie gesagt, noch ganz viele andere Orte, die jetzt alle nicht in ein Video gepasst haben. Wenn du dazu also nochmal mehr sehen willst, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, was genau dich interessieren würde. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so war, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.